Ich habe Kneipe 2 von Stefan Felten ausgesucht. Und dieses Bild habe ich ausgewählt, weil es mich beeindruckt hat. Alle, die mich kennen, würden sich wundern, denn ich liebe die Geschichte und ich liebe alte Sachen. Ich liebe Gemälde, die eher an Realismus in die Richtung gehen. Aber bei diesem Bild, ich musste halt stehen bleiben auf meinem iPad und ich habe dahinter Leben gesehen, ich habe etwas dahinter gesehen. Also, was ich gespürt habe, was vielleicht in mir bewegt hat. Also die Farben sind schon kräftiger und es wirkt mehr realistischer als auf dem Bildschirm. Aber ja, es überrascht mich sehr und in Live sieht das viel besser aus. Sehr gut, denn es bietet den Menschen die Möglichkeit, sich mit einem Kunstwerk zu beschäftigen. Denn wenn man bedenkt, dass viele Menschen ins Museum kommen, dann schauen sie erstmal auf den Text, was neben dem Bild steht, anstatt sich Gedanken über das Bild zu machen. Deswegen empfehle ich jedem, der ins Museum geht oder gerade jetzt bei dieser Ausstellung, schauen Sie sich erstmal die Bilder an und dann die dazugehörigen Texte, um sich selber Gedanken darüber zu machen und dann werden Sie überrascht sein, was dann zusammenkommt. Also ausgewählt habe ich das Bild, was hier neben mir steht, den Schnee und den Obelisken hier am Alter Markt, weil, also erstmal liebe ich halt den Alter Markt, ich finde den Platz sensationell und ja, Otto Heinrich, finde ich, gehört für mich so ein bisschen zu Potsdam dazu. Und der Schnee macht es irgendwie so anders. Man kennt es so selten im Schnee. Und das hat mich inspiriert, um es auszuwählen. Ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich, weil ich nicht gedacht habe, dass es in Teilen doch ein bisschen düster ist. Also ich hatte es mir ehrlich gesagt ein bisschen freundlicher vorgestellt, aber es gefällt mir trotzdem gut. Ich war im Februar 2019 in Ahrenshoop im Kunstmuseum und habe von der Wanderausstellung von Karl Hagemeister erfahren. Zurück in Berlin konnte ich auf der Webseite vom Museum Potsdam von dem Projekt Demokratie erfahren und habe sofort mich mit den Bildern vertraut gemacht und habe das Bild Uferlandschaft von Karl Hagemeister ausgewählt. Er versteht es wie kein zweiter, die Bewegung der Dinge auf der Leinwand festzuhalten. Und für mich was ganz Besonderes, er setzt das Licht als Farbe ein. Deswegen fiel meine Wahl auf dieses Bild. Ich bin überrascht, weil es noch schöner ist als auf dem Bildschirm am Computer. Besonders die Abstraktion fällt mir jetzt erst auf. Das war mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass er auch die Farbtöne in den beiden Bereichen sehr parallel einsetzt. Ja, ich stehe hier vor diesem schönen Werk von Kurt Querner, Ronja, und bin ganz erstaunt, wie viel frischer das nochmal wirkt als auf der Abbildung. Denn es hat mich sofort angezogen, festgehalten. Und es ist jetzt noch stärker, dass man diesem Blick auch fast nicht entkommt. Und das liegt natürlich auch an der Körpersprache, die dann das nochmal steigert, die Spannung. In diesem Bild ist unglaublich groß. Also man kann von Hell-Dunkel-Kontrasten, von der Haltung kann man auch noch sehr viel über diese Haltung, die festhält, sie hält sich ja fast selber fest und hält den Betrachter fest, also eine Fixierung auf vielen Ebenen. Ja, ich habe mir das Werk Jetzt wird's ernst ausgesucht von Joachim Scheel. Ich finde, das Bild spiegelt im besten Sinne Zeitgeist wider und mischt sich wunderbar ein in städtebaupolitische Debatten. Ja, also polarisiert ja auch. Und ich finde das irgendwie total spannend, weil es so zeigt, also dieses Spannungsverhältnis zwischen barocker Architektur mit dem wiedererbauten Stadtschloss, Klassizismus mit der Nikolaikirche und der Ostmoderne, also was es hätte sein können, dieses Spannungsverhältnis, und jetzt leider nicht mehr ist.
So, und ja, ich dachte, also ich hätte auch einer der Demonstranten sein können, weil ich mich 2017 auch für den Erhalt des Gebäudes stark gemacht habe. Und als ich das dann sah in der Sammlung, dachte ich sofort, also das ist mein Bild, das war die erste Wahl und die blieb es dann auch. Und ich finde das wirklich auch so mit diesen Lichtschattenstimmungen total stimmig und interessant. Dieses Leuchten hier am Himmel und ja, vielleicht so ein bisschen symbolisch für die Auferstehung des Fachhochschulgebäudes. Ist jetzt ein bisschen Polemik, aber ja, also da steckt für mich ganz viel drin und es hat mich total angesprochen. Und ich, ist ja auch Joachim Scheel, finde ich, der weiß ja auch, also was er da malt. Ne? Er sitzt oder hat ein Büro angemietet im Rechenzentrum und ist ja von diesen städtebaupolitischen sozusagen Bestimmungen direkt betroffen. Und das war, glaube ich, vielleicht für ihn auch so ein Auslöser, dieses Bild zu malen, ne? Und sich dieser Thematik anzunehmen. Und ja, er polarisiert mit dem Bild und ich dachte, mit meiner Auswahl polarisiere ich vielleicht auch. Und es kommen Gäste der Ausstellung im besten Sinne im Gespräch darüber, über das Bild und über diejenigen, die das gewählt haben. So. Ich habe mir ein Werk von der Künstlerin Hanna Schreiber-Degral ausgesucht, die ich persönlich sehr schätze. Sie ist Schülerin von Karl Hagemeister gewesen, eine Brandenburger Künstlerin, die hier im Umland tätig war, die durch die Felder und Wiesen gestreift ist. Und das berührt mich als Brandenburger, als gebürtige Brandenburgerin natürlich besonders. Und das ist eine sehr schöne, intime Aussicht aus dem Fenster, eine Stadtansicht, die jetzt keine großen Sehenswürdigkeiten zeigt, sondern eigentlich so den Hinterhofcharakter. Und das kennt man von Potsdam, das macht so das intime Potsdam aus. Das ist das, was mir besonders gefallen hat. Hinzu kommt, es ist das Werk einer Künstlerin. Mir war wichtig, ein Bild einer Künstlerin, einer Frau auszusuchen, weil ich finde, dass die Frauen viel zu wenig in den Ausstellungen vertreten sind. Und ich habe mir gedacht, mehr Frauen in die Kunst. Also ich habe mir das Bild von Joachim Scheel, Aufmarsch zum Baubeginn, ausgewählt. Nach kürzerem Betrachten sieht man hier viele Aspekte der letzten Jahre politischer Auseinandersetzung in Potsdam. Wir haben das Rechenzentrum, wir haben das Merkur, worüber lange gestritten wurde. Wir haben den Turm der Garnisonkirche, der mit Durchbürgerbeteiligung aufgebaut wird, aber auch mit Bürgerbeteiligung versucht wird zu verhindern. Wir haben den Landtag, der neu hinzugekommen ist. Wir haben, wie gesagt, das Rechenzentrum, was durch Bürgerbeteiligung, durch Beteiligung von Künstlerinnen zum Erfolg geführt haben, dass es bleibt, dass es am Haus einer Kultur und Soziokultur wird. Wir haben hier ganz viele Facetten von Demokratie, Kunst, Kultur, Bauepochen auf diesem Bild. Und das spiegelt so die letzten 10, 15 Jahre Potsdamer Politik und Baukultur wider. Und das ist das Faszinierende daran, weil ich auch Teil dieser Debatten war. Und deswegen habe ich mich sofort in diesem Bild mit diesen verschiedenen Epochen und Bauwerken wiedergefunden. Ja, es wirkt noch, also je mehr man hinguckt, wird noch intensiver. Man sieht immer wieder Kleinigkeiten, hier die Krone, die Wetterfahne, der Landtag hinten, das Merkur noch mal deutlicher. Also und auch die IHK, was da ist, es ist halt interessant, weil man, es war, als ob man dabei ist auf diesem Bild. Man fühlt sich in die Zeit der Debatten zurückversetzt, aber als es um den Bau der Garnisonkirche oder halt Rechenzentrum ging oder auch um Debatte, bauen wir den Landtag wieder auf oder nicht. Ja, ich habe mir das Bild von Martin Hoffmann ausgesucht, Eingeborene der Neustadt. Ich fand das stark heraus, weil es eine Grafik, eine Fotografie ist. Und ja, es hat mich sehr angesprochen, weil es macht neugierig. Ja, es ist sehr imposant, so dass der Plattenbau als Rahmen genutzt wurde und die Kinder, die da drin stehen, so ein bisschen mit Latten ausgerüstet. Also es hat mich neugierig gemacht und ich wüsste gern die Geschichte dahinter. Und von daher wollte ich es mir gern im Original anschauen. Ja, ich habe mir gewünscht, dieses Bild von Hanna Schreiber-Degral. Warum? Ich finde diese Landschaft, vermutlich hier am Schwielosee, ganz in der Nähe, hat sie ganz wunderbar eingefangen. Man sieht praktisch, also ich sehe praktisch den Wind, der so ganz sanft durch diese Birkenstämme weht vom Schwielosee her oder zum Schwielosee hin. Und das hat mich total berührt. Also ich habe es schon mal gesehen. Ich habe ja Johanna Degral erst durch diese Hagemeister-Ausstellung entdeckt. Ich kannte sie ja vorher gar nicht. Und als ich dann das Bild neben den Hagemeister-Bildern gesehen habe, dachte ich erst, aha, ist auch ein Hagemeister. Aber nein, das ist eine Schülerin von ihr gewesen. Die haben sich ja um 1900 etwa getroffen. Und es hat mich aber auf eine ganz andere Art und Weise berührt als die Hagemeister-Bilder.
Ich finde, sie hat sich hier noch einen anderen Charme bewahrt oder sich natürlich inspirieren lassen von Hagemeister, aber sie hat hier trotzdem ihren eigenen Windhauch eingefangen. So würde ich das beschreiben. Das fand ich großartig. Also ich habe mich für Karl Hagemeister entschieden, weil ich immer fasziniert bin von seiner Lebendigkeit und nebenbei gesagt, diese Faszination, das ist bei uns schon traditionell. Meine Großeltern waren begeistert von der Malerei Hagemeisters, meine Eltern genauso. Ja, und so hatte ich das auf mich übertragen. Und von meiner Familie weiß ich, also von, letztlich von meinem Opa, aber über meine Mutter dann, dass der Hagemeister mit der Hasenpfote gemalt haben soll. Und das fand ich so irre und das ist mir vor 2 Jahren in der Ausstellung hier bei Ihnen im Haus auch irgendwie klar geworden, dass ich dann gelesen habe, dass der auch Jäger war und dann auch in seinem Kahn saß und ja, eben die Potsdamer Wasserlandschaft gemalt hat. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn der Jäger war, dann hat er ja gesehen, was die Hasen mit ihren Pfoten für tolle Spuren hinterlassen. Und nach dem Motto, muss alles verarbeitet werden vom Tier, hat er dann eben auch die Hasenpfote für seine Arbeiten wahrscheinlich genommen. Ich habe mir das Bild Jahrmarkt im November von Otto Heinrich ausgesucht. Und ich habe, als ich von dem Projekt erfahren habe, auch direkt gesucht, ob ich dieses Bild finde in der Auswahl und war sehr froh darüber, dass ich es gefunden habe. Denn mich verbindet mit diesem Bild eine besondere Geschichte. Ich kann die gerne erzählen. Ich war im Mai 2019, also quasi noch in einem anderen Zeitalter, mit meinem Mann in St. Petersburg. Dort waren wir im deutschen Generalkonsulat eingeladen zu einer Autorenlesung und zu einem anschließenden Empfang. Und ja, beim Empfang guckt man sich so um und an den Wänden in dem Raum, wo das Buffet aufgebaut war, da hingen Ansichten deutscher Städte, Gemälde, Stiche und meistens sah man auch, um welche Stadt es sich handelt, also irgendwo stand das da. Und plötzlich stand ich vor der Garnisonkirche mitten in einem Jahrmarkt und ich dachte mir, diese Ansicht kennst du doch. Ich konnte damals leider kein Foto machen, man musste am Eingang seine Handys abgeben, also das war mir dann nicht möglich, aber ich habe gleich danach angefangen zu recherchieren und war mir sicher, dieses Bild habe ich doch schon mal gesehen. Und ich kam dann dahinter, dass es sich um dieses Exemplar handeln muss. Damals lief ja die Sonderausstellung Umkämpfte Moderne und da muss ich es gesehen haben. Und ich erinnerte mich dann dunkel daran, dass es Zeitungsberichte gab von der Erwerbung des Bildes. Und da hieß es, es gebe da noch eine zweite Fassung, aber man wisse nicht, wo sich diese befindet. Ich habe sie gefunden. Ja, das ist meine Geschichte mit dem Bild und deswegen war ich ganz neugierig, ob ich dieses Bild finde. Und ich bin sehr froh, dass es das Rennen gemacht hat. Also die Version, die ich gesehen habe, die hat auch eine Jahreszahl, 1938. Ich glaube, die fehlt hier auf dem Potsdamer Exemplar und ich meine auch, dass die Farben auf dem Bild, das ich in St. Petersburg gesehen habe, etwas kräftiger, erdiger, dunkler sind. Das kann natürlich daran liegen, dass die Firnis irgendwie nachgedunkelt ist. Es hat auch nicht so einen prachtvollen Rahmen, sondern ist entweder ganz schlicht gerahmt oder es hat gar keinen Rahmen gehabt, das weiß ich nicht. Vielleicht ist auch das Format noch ein bisschen anders. Ich glaube, das ist ein bisschen schmaler und höher. Also es gibt schon ein paar Unterschiede, aber was man, ja, also dieser Effekt, den man spürt, ist der gleiche. Man ist sofort so reingezogen in diese Szene, man riecht das nasse Straßenpflaster, man hört die Stimmen, dieses Stimmengewirr im Jahrmarkt. Also das ist, glaube ich, auf beiden Bildern ganz gut gelungen, diesen Eindruck wiederzugeben.
ich mache sofort wieder mit. Also ich fand das ein tolles Angebot und habe mich dann natürlich da durchgeklickt, so viele schöne Bilder gesehen. Ich hätte mich da gar nicht nach ästhetischen Kriterien entscheiden können. Das wäre mir sehr schwer gefallen. Ich glaube, es wird eine wunderbare Ausstellung, wenn alle Potsdamerinnen und Potsdamer und alle Interessierten mithelfen. Und ja, das kann man doch als Modell für weitere Projekte nehmen, denke ich. Es muss natürlich nicht bei jedem Projekt so sein, aber schon ab und zu wäre das ganz schön. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das Projekt von der Demokratie, das schwierige Wort, gefällt mir wahnsinnig gut, weil ich glaube, dass es die unterschiedlichsten Leute anspricht und vielleicht auch nochmal andere ins Museum holt, die sich angesprochen fühlen. Und für manche mag es ja manchmal so ein bisschen zu intellektuell erscheinen. Und ich glaube, das öffnet das Spektrum so für alle und für Junge und für Alte. Und das finde ich total schön. Und sich selber so ein bisschen als kleine Kuratorin zu fühlen, das hat ja irgendwie auch so was ganz Besonderes, finde ich. Ich finde dieses Projekt sehr spannend, weil damit einfach auch der Bezug von Betrachtern aus Potsdam, die urbane Anbindung an diese Stadt sehr groß wird und für ein Museum sehr wichtig, dass diese Aufmerksamkeit in die Stadt geht. Zu den einzelnen Kunstwerken habe ich immer mit diesen partizipativen Projekten am Anfang ein Problem gehabt, weil ich noch diese Generation bin, die sagt, das Kunstwerk muss über sich selbst sprechen, muss von sich selbst aus anziehen, braucht eigentlich keine Erklärung. Aber inzwischen gibt es so viele Portale und Formate von Kunst, dass ich glaube, dass es doch wichtig ist, dass man manchmal eine Erklärung braucht. Ja, das Projekt finde ich ganz großartig. Das ist eine tolle, auch für mich neue Erfahrung, wobei ich als Pädagogin natürlich immer partizipativ auch arbeite, auch mit Ausstellungen, die erstmal so nicht angelegt sind. Aber in diesem Ausstellungsprojekt ist das natürlich von Grund auf so angelegt und das finde ich eine ganz wunderbare Erfahrung. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen als Pädagogin, dass sowas in Zukunft noch viel öfter stattfindet, beziehungsweise wir lernen ja auch bei diesem Ausstellungsprojekt neu dazu. Und ich hoffe, dass die Erfahrungen, die wir sammeln, einfach in viele neue, schöne, partizipative Projekte einfließen. Also für mich war es das erste Projekt, wo ich so mich beteiligt habe in einem Museum. Und ich finde das besonders ansprechend, dass man als Besucherin oder Betrachter auch mit einbezogen wird, der Graben wird kleiner zwischen Kuratorin und dem Besucher. Und das hat mich besonders angesprochen. Als ich davon gelesen habe, war ich sofort gleich begeistert, weil es davon lebt, dieses städtische Museum, dass die Potsdamer, die Einwohner mitmachen. Und es ist toll, wenn die Potsdamerinnen eine Ausstellung selbst mitgestalten können, aus vielen Bildern aus dem Depot auswählen können. Potsdam Museum, was ja unser Stadtmuseum ist, ist es ein tolles Identifikationsmerkmal. Dass man selber mal eine Ausstellung mal mitgestaltet. Und mitgestalten kann. Und das wünsche ich mir, dass es weiter verfolgt wird, noch intensiver. Und da bin ich auch gern bereit mitzuhelfen als Politik, dass es intensiver noch beworben wird, dass auch Menschen, die wenig mit dem Museum anfangen können bis jetzt, vielleicht dadurch auch ins Museum gezogen werden, man neue Schichten erreicht, vielleicht auch mal direkt an Schulen oder irgendwie geht und dort direkt mit den Menschen redet. So, und das, also wie gesagt, das ist eine tolle Sache. Weitermachen und ich bin gern bereit, da auch wieder zu unterstützen und mitzumachen. Ja, das Projekt fand ich wirklich toll, dass man selbst mitbestimmen kann, ein kreativer Part ist und dazu beiträgt, dieses ganze Auswahlverfahren mitzubestimmen, finde ich sehr interessant. Ja, fand ich gut. Also ich fand das ganz spannend, die Idee, mal Leute abstimmen zu lassen, was sie gerne sehen möchten. Vorausgesetzt natürlich, dass man das breite Repertoire kennt oder den wunderbaren Bestand des Museums kennt. Aber den hatten Sie ja sehr schön auch katalogisiert und auch dargestellt und den Leuten angeboten. Und ich finde, dieses Experiment ist offensichtlich gelungen. Ich bin dann sehr gespannt auf die finale Ausstellung, was andere Leute sich so gewünscht haben. Und ich denke, das kann man weiterentwickeln. Trotzdem finde ich auch das gut, wenn es immer Sonderausstellungen gibt, wie es in den letzten Jahren immer so war. Also mich hat dieses Wortspiel schon total angesprochen, ja, Demokratie, dachte ich, ist ja spannend so, diese beiden Begriffe so zusammenzutun und für mich ist das wirklich ein bestes Beispiel an Teilhabe, die Potsdamer Bürger mit einzubeziehen, weil das dann wirklich ihre Ausstellung ist, so, die werden dann auch kommen, weil sie ihre Wahl in der Ausstellung sehen wollen, weil sie
dadurch, glaube ich, auch das Gefühl kriegen, wirklich am Potsdamer Geschehen teilzuhaben, eben auch an diesen Debatten teilzuhaben. Und ich finde das ein super Ansatz. Und ich finde das sowieso, also das Team im Potsdam Museum mit Jutta Götzmann in der Leitung macht eine hervorragende Arbeit, macht tolle Ausstellungen, wirklich also zur regionalen Geschichte, aber die überregionale Strahlkraft haben. Und ich bin immer sehr gern bei den Ausstellungen, kann ich einfach so sagen. Ich denke, ich finde das gut, also Potsdamer Kunst, Potsdamer Gegenwartskunst auch temporär zu bedienen in den Ausstellungen, was nicht heißt, dass man das nicht zu bestimmten Themen in der Dauerausstellung oder auch in Sonderausstellungen, also Potsdamer Künstler dazu einladen kann, ne? Also thematisch da teilzuhaben. So eine eigene Dauerausstellung braucht es vielleicht nicht. Es gibt den Kunstraum, es gibt das Kunsthaus Saint-Titre, die auch Gegenwartskünstler präsentieren und ausstellen. Aber also Potsdamer Künstler sollten im Potsdam Museum immer wieder auch einen festen Platz haben. Also wir wollen das Potsdam Museum stärken in seiner ganzen Vielfalt. Wir wollen die Schätze, die im Verborgenen liegen, ans Licht bringen. Und deswegen haben wir vor einem Jahr schon gefordert, dass darüber nachgedacht wird, wie das Potsdam Museum erweitert wird, ob bei Anbau, ob eine Fläche im Kreativquartier, ob jetzt im Haus der Demokratie zwischen Rechenzentrum und Turm der Garnisonkirche. Auf jeden Fall möchte ich, dass das ausgebaut wird. Es gibt viele tolle Kunst hier. Es gibt auch viele tolle Kunst, die auch gemacht wird, regionale Kunst. Es braucht eine Fläche. Das Potsdam Museum muss meiner Meinung nach neben den großen Häusern Barberini und dann zukünftig Minsk, muss es gestärkt werden. Es ist unser Museum, unser städtisches Museum und darum müssen wir auch alle Kraft in dieses Museum legen, es erweitern, es stärken, die Leute hier stärken vor Ort, die hier arbeiten. So, und deswegen, ja klar, es muss größer werden, es muss besser werden, es muss bekannter werden. Und die Potsdamer müssen sagen, das ist unser Museum, da bin ich voller Stolz hin, da gibt es regionale Kunst, Kunstgeschichte und Stadtgeschichte. Also es ist natürlich schön, wenn in Sonderausstellungen so thematisch passende Gemälde zu sehen sind, Werke aus der Sammlung. Das ist ja immer noch ein besonderer kulturgeschichtlicher Aspekt in so einer Ausstellung. Aber spätestens seit der Karl-Hagemeister-Ausstellung denke ich mir, es wäre sehr schön, wenn die Potsdamer Künstlerinnen und Künstler ja ein eigenes Haus hätten, wo man dann einfach mal vorbeigehen könnte, um sein Lieblingsbild mal wieder anzuschauen. Ich glaube, wir brauchen dafür ein neues Gebäude. Mich würde das sehr freuen. Wenn man bedenkt, dass die Sammlung, also überhaupt die Sammlung von dem Museum über 270.000 Exponate und Kunstwerke hat, dann würde ich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist eine gute Frage. Ich finde es gut, wie es gerade ist und wie es kommt. Wir haben eine ständige Ausstellung hier zu der Geschichte Potsdams. Dann haben wir Sperl, wo keine Gemälde präsentiert werden, sondern lustige Gegenstände. Und dann haben wir diese Ausstellung mit Gemälden. Also diese Abwechslung finde ich ganz interessant. Ja, das würde ich ganz toll finden. Man kennt natürlich immer so die großen Namen von den alten Künstlern, aber so was jetzt gerade modern ist und wer jetzt gerade kreativ ist und Meisterwerke schafft, das weiß man gar nicht. Und von daher würde ich das wirklich sehr schön finden, wenn man da mehr Namen auch hat, die wirklich jetzt aktuell sind. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, denn es ist ja eine sehr große Sammlung. Und soviel ich weiß, hat die auch sehr viele Phasen von Potsdam, spiegelt die wieder. Und deswegen sollte ein Zugang da sein, den man ständig aufsuchen kann. Ein Ort, wo man sich dauernd damit beschäftigen kann und damit auch wieder den Bezug Stadt, Museum, Bürger wieder viel größer aufspannt. Und dann natürlich auch eine größere Strahlkraft hat in die Stadt Berlin oder was ja tollerweise auch passiert, diese Wechselbeziehungen. Ja, das wäre schon sehr wünschenswert. Also auch schon deswegen, weil die Besucher, der Durchschnitt, das Alter der Besucher damit einfach mal ein bisschen runterkommt und die junge Generation auch angesprochen wird. Und das finde ich sehr wichtig, dass der Gegenwart da ein großer Raum gegeben wird. Auch gerade, wie ich vorhin schon sagte, durch die verschiedenen Formate von konzeptioneller Kunst, die natürlich auch wieder erklärt werden muss zum Teil, und Konzeptkunst, das sind alles Dinge, die die junge Generation sehr beschäftigen und die sollte natürlich vertreten sein.
Also ich glaube, mir würde gefallen, wenn es auch so etwas wie eine ständige Ausstellung gibt von märkischen Künstlerinnen und Künstlern. Aus allen Zeiten, so wie der Bestand es hergibt, das weiß ich alles nicht, aber es gibt ja auch aktuell interessante Künstlerinnen und Künstler, die man eher seltener sieht. Und ich glaube, das könnte diesem Museum und der Stadt Potsdam gut tun, so eine ständige Ausstellung von solchen Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Epochen zu haben. Ich glaube, das wäre ein Mehrwert auch für die Stadt. Also ich persönlich finde die Kunst zum Beispiel von Hanna Schreiber de Grahl oder auch anderen aus der Zeit des 20. Jahrhunderts besonders schön. Das berührt mich besonders. Aber ich finde auch die Gegenwartskunst sehr wichtig und sehr richtig. Deswegen sollte sie auf jeden Fall auch ihren Platz haben hier im Potsdam Museum. Ja, unbedingt. Das würde ich sehr gut finden. Ich bin Kunsthistorikerin, neben meiner Tätigkeit als Museumspädagogin. Aber ich finde das momentan auch sehr schön, dass in unserer ständigen Ausstellung zur Stadtgeschichte natürlich die Kunst eine Rolle spielt. Aber sie hat ja hier mehr vermittelnden Charakter und das wird der Kunst eigentlich leider nicht wirklich gerecht, wenn sie einfach nur illustrativ Geschichten erzählt. Ich finde, die Kunst kann viel mehr und die Potsdamer Kunstgeschichte ist sehr facettenreich, sehr interessant und das müsste viel stärker noch in den Vordergrund rücken. Und ich finde, eine Ausstellung, eine reine Kunstausstellung oder auch wechselnde Kunstausstellung neben der ständigen Geschichtsausstellung wäre wünschenswert.